Lieber Papa, als ich klein war, warst du mein größter Held. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich all die Jahre in den Philippinen vermisst habe. Ich wusste, dass du hart arbeitest, damit es uns gut geht. Jeder deiner Besuche war das größte Geschenk für mich. Als wir zurück zu dir nach Deutschland gezogen sind, kam alles anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Mama hat nun gearbeitet und du warst zu Hause, hattest keine Kohle und für den Rest der Welt nichts als Kritik übrig. Das war nicht der Held, den ich in Erinnerung hatte. Vielleicht lag es an meinem Alter, aber ich war einfach nur genervt. Lieber versteckte ich mich hinter meiner Konsole oder meiner Gitarre, als mit dir zu reden. Deine Geschichten von früher konnte ich nicht mehr hören. Du erzähltest von fantastischen Abenteuern, die du angeblich erlebt hast. Und um ehrlich zu sein, ich war mir nicht immer sicher, was davon ich glauben sollte. Sie waren einfach zu fern von meiner Realität. Nachdem Patrick und ich ausgezogen waren und Mama sich von dir trennte, hat sich alles verändert. Plötzlich warst du am anderen Ende der Welt, in Australien, auf dem Rad, im Zelt, manchmal ohne Handyempfang. Ich weiß bis heute nicht genau, wieso du dieses Leben gewählt hast. Aber ich ahne es. Manchmal habe ich deine Fotos Arseni gezeigt. Er kannte dich und deine Geschichten auch von früher. Er hat damals oft bei uns übernachtet. Einmal hast du uns die Story vom Himalaya erzählt, wie du dich verlaufen hast. Du meintest, du wärst dort gestorben, wenn ein Mönch dich nicht gerettet hätte. Du konntest dich sogar noch an seinen Namen erinnern. Lobsang Motub aus Sanskar. Ob es jetzt Schicksal oder Zufall war, der Vater unserer Freundin arbeitet in der Gegend. Wir haben ihr die Story erzählt und gefragt, ob ihr Vater nicht wüsste, wie man Lobsang finden kann. Sie schrieb ihm eine Mail, aber wir haben uns keine Hoffnung gemacht. Bis dann 2 Monate später eine Antwort kam. Ich wusste, dass du gerade in Europa warst. Einen Anruf später wusste ich es genauer. Du warst im schwedischen Wald, 150 Kilometer von Malmö. Immerhin, besser als Australien. Ja, wir sind jetzt im Auto und sind 50% des Weges schon gefahren. Wir brauchen noch eine Stunde. Okay. Okay, see you then, bye. See you, bye bye. Hey, aber warum spricht der jetzt eigentlich auf? Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt schon auf jeden Fall sehr nah dran und wir suchen nur noch nach einem kleinen roten Fähnchen am Wegrand. Und da soll man rechts rein. Wir sind mitten im Wald, ey. Was macht denn mein Vater hier? Mann. Da ist die rote Fahne. Glaubst du, die hat er eigentlich aufgestellt für uns? Oder? Da stehen keine Autos. Achso, da darf man nicht reinfahren. Ich fahre hier links. Darf man hier parken? Mach es einfach, oder? Ganz ehrlich, wir kommen hier vorbei, mitten im Wald. Da, oh mein Gott. Geh mal raus, geh mal raus, geh mal raus. Journalist from Germany. Hello. Hey. I have a little small dry place in the hut. Yeah. So it's probably not bigger than your car. You go to the toilet. That's being cleaned once a week. This is pretty neat. So the world is so rich, and here I tried to make a bonfire, but guys, no luck today. That, but not with this kind of weather condition. Okay. Yeah. This is an adobo I made. This is with Fleischwurst. Well, you know, Fleischwurst is fatty pork, so it's exactly what you use for adobo, with soya sauce. The real and that's a rice. You want to try it?
Yeah. Wait a moment. I can make some tea. Hot tea. I will take some hot tea. Well, let's go to the well. This is not the best drinking water, but for a wash it will be good enough. Close your eyes. Wonderful thing. Oh, that's enough. Ich bin mit dem Himalaya zum ersten Mal, oder diese Idee entstand genau in einer solchen Situation. Eine Hütte in Neuseeland. Draußen regnete es. Wir saßen zusammen und ich hatte ein mit Buch. Mit wem warst du unterwegs? Mit Günter Nest. Wir sind dann von Neuseeland nach Indien gefahren und drauf mit dem Zug ins Himalaya. Wir waren zusammen und trafen in Leh, der Hauptstadt von Ladakh, einen bayerischen Bergsteiger und wollten dann zu dritt eine Tour nach Sanskar. Das Königreich Sanskar. Damals gab es keinen Weg dahin, keine Straße. Und wir hatten einen Pass vor uns. Günther war krank geworden, dem ging es dreckig und er schaffte diesen letzten Pass nicht mehr. Und der Bergsteiger stellte sich heraus, eine Lusche, der konnte gar nichts. Und der begleitete dann Günther zurück ins warme Hotelzimmer, wo er sich auskurieren konnte. Und ich ging alleine weiter. Dann kam ich zu einer Gompa. Ein Kloster mit Lamas in München und da durfte ich im Ziegenstall übernachten. Unten überfiel mich so ein Rudel Wolfshunde und ich hatte dem nichts entgegenzusetzen, dass die rannten auf mich zu. Aber es war ein Ladaki da, der rannte mit dem Stock gleich los und haute denen auf die Köpfe. Auf dem Weg nach Padum sah ich dann die Prinzessin. Die Prinzessin, das war nämlich bekannt und das hatte ich gelesen, saß auf einem hohen Ross und zwar, nein, das war nicht so hoch, das war ein kleines Pferdchen, aber weiß, ein weißes Pferd, ein Schimmel. Die passierte mit ein paar Begleitern, der weiße Jack, ein Albino-Jack, da ich furchtbar viel Angst hatte, durchzumarschieren. Habe ich angefangen, mit denen zu reden. Ganz ruhig. Und ich habe mir eine Permission geholt. Ich habe gefragt, darf ich passieren? Ich war erschöpft und passed out, ohnmächtig. Und dann aufgewacht und lag im Schnee. Und es war Schnee, um Wasser zu kriegen. Und ich war hauchdünn und fertig. Und kamen die Treppen nicht mehr hoch zu der Gompa. Und wenn du dann die Augen wieder aufmachst und es grinst dich einer an, dann denkst du, es ist dein großer Bruder, der dir wieder ein Bein gestellt hat. Ja? Der hat dich wieder verarscht, der hat wieder irgendwas gemacht mit dir und grinst dich genau wie mein Bruder mich angrinst, wenn er mich ausgetrickst hat. So grinst du mich Lobsang Mutup an. Lobsang Mutup. Lobsang Mutup heißt er. Wer ist das? Lobsang Mutup war der Mönch. Auch ein schmaler, nicht so alter, vielleicht 2 Jahre älter als ich, Mönch, der da geblieben war im Kloster. Die anderen waren alle weg, hat er mir erzählt, die wären alle unterwegs und er wäre im Kloster geblieben. Und nahm dann meinen Rucksack und half mir auf. Ich ging dann mit ihm noch ein paar Treppen höher. Furchtbar anstrengend, aber ich machte es bis in seine kleine Kammer. Und er machte mir Reis und ich aß seit Tagen wieder Reis. Und das gab mir wieder Kraft. Und
ich wurde so wieder zum Leben erweckt. Es gibt ja nämlich noch einen Grund, warum wir hergekommen sind. Aha. Und zwar, wir haben Lobster. Ach, ich kenne eure Sendung. Wo ist Lobsang Motor? Ist der da hinten? Nee, wir haben Lobsang leider nicht mitgebracht, aber wir haben Lobsang. Du bist Kai Pflaume! Ich bin nicht Kai Pflaume. Aber wir haben Lobsang gefunden. Okay. Und, nein! Doch. Ach, du machst jetzt Spaß. Nein, das wir haben ist, wirklich Lobsang nein. gefunden. Nein! Wir haben wirklich Lobsang gefunden. Es gibt so viele Lobsangs. Nein, also Lobsang Mutab. Du hast uns nämlich den Namen von dem Kloster geschickt und deinen Namen. Und wir haben, pass auf, ich sag dir kurz nämlich wie. Ich habe eine Freundin, deren Vater arbeitet in Dharamsala. Das ist ja nicht Dharamsala! Das ist nicht allzu weit von da. Ah, ich kenne Dharamsala. Ja, genau. Sehr gut. Und also er ist und da sitzt der Dalai Lama. Genau. Und der arbeitet auch in der Dharamsala. Er ist auch Tibeter. Arbeitet und die wissen, wo der ist. Den habe ich. Jetzt glaube ich dir. Hör auf. Nein. Pass auf, wir haben den gefragt und wir haben gesagt, ey, vielleicht habt ihr irgendwie eine Ahnung. Das war das Kloster. Das ist der Typ. Die haben den Typen ganz leicht gefunden. Die haben ihn im Kloster gefunden. Of course. Dieses Kloster, die wissen nämlich noch Bescheid. Die wissen, wer das ist. Oh. Er arbeitet nicht mehr im Kloster, aber sie wissen trotzdem, wo er ist. Also der wohnt er ist nicht mehr im Kloster. Er arbeitet nicht mehr im Kloster. Er lebt noch in der Gegend. Er lebt an einem Ort, wo er kein Internet hat. Aber ein Verwandter von ihm, den haben wir lokalisieren können. Dem haben wir es gesagt. Der hat dann irgendwann Lobsang getroffen, hat ihm erzählt, der meinte, ich erinnere mich. Nein! Hey. Also der erinnert sich. Not und, kidding. Ja, der erinnert sich. Der und wohnt dort halt in der Nähe, also nach wie vor in der Gegend. Und mehr wissen wir auch nicht über ihn, weil wir haben über vier Ecken mit dem gesprochen. Ja. Und wir wollten dich fragen, ob du Lust hast, mit uns nach Indien zu fahren und Lobsang aufzusuchen. Wir müssen das machen. Zeitrahmen besprechen und organisieren und dann machen wir das. Hast du Lust? Ja. Ja. Er ist ja gar nicht hier. Hinder Chen meint er. Und die Nummer, die ich von ihm habe, ich habe zwei Nummern von ihm, die gehen beide nicht. Das ist das Boarding zu dem Flug nach Leh. Und wer ist nicht da? Und wer ist nicht da? Der Protagonist. Der Hauptprotagonist. Und Gepäck. Und Gepäck ist auch nicht da. Stimmt. Wir sind auf jeden Fall minimal unterwegs. Da. Kommt ihr da. Da. Besser. Ja. I remember it. Okay, so ist gut, ne? Dann erzähl doch mal, erster Tag in Leh. Was sagen deine Emotionen so? Ja, es ist großartig. Es ist fantastisch. Es übertrifft alles, was ich erwartet habe. Also, wenn man an einen Platz zurückkommt, dann kommt man nie
an den Ort, den man verlassen hat. Denn der existiert nur noch in Erinnerung. Aber es ist doch, es ist eine gefühlte Erinnerung noch da. Und vieles, die Luft, die Geräuschkulisse, der Widerhall von den Bergen, jetzt gerade auch nach meiner Wüstentour, das ist alles, das ist noch das Leh und das ist so wie damals. Wir waren zu zweit und der dritte hat sich dann später angeschlossen. Das war so ein bayerischer Bergsteiger. Der hat von unserer Tour gehört und dann haben wir den mitgenommen. Und ja, das war praktisch die Vorbereitung hier. Ich glaube, hier irgendwo habe ich meinen Mantel damals gekauft. Soll ich den mitnehmen? Für 20 Euro? Es war ein unwirkliches Gefühl, dich in dieser Kutte zu sehen. Sie sah genau so aus, wie du sie beschrieben hattest. Ich war überrascht, an wie viel du dich noch erinnern konntest und wie lebendig du dich in dieser Umgebung fühltest. Man sah dir an, dass sie nicht neu für dich war. Und plötzlich verspürte ich eine fast schon euphorische Vorfreude darauf, den Menschen zu treffen, der einst dein Leben gerettet hatte. Before I came to the stupa, I collapsed. Yeah. And I woke up in the snow. Yeah. I took the snow, was eating the snow to get water. Where's the river? What is this? That's a river. Yeah. Small river. I tell you what. We were over there at the river when Günther said the first time, I don't know if I can make it. He was hanging his sleeping bag at one of these trees. We stayed there overnight in the tent. We went through the water. Yeah, from other we side. We had to cross other side, the stream. Yeah, cross, yeah, and it was difficult because there was a lot of water at that exactly. time. Exactly. Two times you had to cross the water. Maybe there's a bridge, I don't know. I'm not sure. I remember we had difficulties passing. But I remember our camp over there when we came down from Lummer Europe. And that was the easy part. The difficult part came later. We were three. That was Günther, me, and a mountain climber from Bavaria. Günther? Günther is the guy who is... I heard his name. Günther Nest. Professor Nest. But Günther is a common person. Okay. Like Lobsang. Like Lobsang. Ich bin ja in diese Reiserei wieder zurückgestoßen worden und erlebe jetzt bei meinem Traveling durch die Welt, kommen neue Orte, da erlebe ich das gleiche wie früher, ganz neue Gegend, ganz neue Menschen, ganz neues Lebensgefühl. Man ist selber dafür verantwortlich, ob man das Leben ausfüllt. Und der Dalai Lama sagt ganz richtig, es gibt nur zwei Tage, an denen man das nicht machen kann im Jahr. Das ist gestern und morgen. So what did you say about another? There is a monk in Kasha Monastery. In Kasha? Monastery. Same name? Same name. But he's before 14 or 15 kilometers before Kasha, his village. Yeah, yeah, but he was also a monk in the Gampa, in Kasha. Yeah. So I'm a little bit confused about that. How old is he? No, he's dying.
He died. Yeah. What's the average age of dying here in the population? What 70 to 80, between 70 to 80. 70 to 80. So he might have been that old already. I think this Lobsang Utubu who died, he is more contact with the tourists, foreigners. That's why we are here, to find out. Die Nachricht hat uns hart getroffen. Keiner von uns hatte je direkten Kontakt zu Lobsang. Handyempfang gab es bei ihm nicht, alles lief über vier Ecken. Du warst um die halbe Welt gekommen in der Hoffnung, dass wir den Richtigen gefunden haben. Und ich hatte diese Hoffnung geschürt. An diesem Abend überlegten Arseni und ich, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzufahren. Wir waren nicht mehr sicher, ob unser Lobsang auch dein Lobsang war. Und du warst es, glaube ich, auch nicht. Aber aufgeben wollte keiner von uns. He's from Tumuli, and he passes 2 years back, I think. You see, 1 or 2 years back. You see, there are two. He passes away. We know there are two monks, Lobsang Mutu. And one passed away, and the other one is still alive. So we have to find out. Okay. Who is this? Yeah. Nice meeting you. Come on, sind wir angekommen. In Padum. 40 Jahre hat es gedauert. Endlich bin ich da. Ja. Ich muss das mal ablaufen hier. Ich muss mal ankommen. Ich gehe mal zur Hauptstraße. Das ist unglaublich, wenn man hier durchläuft, durch diese alte, an diesen alten Gebäuden vorbei. Schade, es ist zerfallen. Das war alles noch alte Stadt hier. Padum war mein Ziel. Der Gedanke wurde geboren in Singapur, als ich das darüber las. Und ich wusste, dass man nur hinlaufen kann. Und das war das Momentum, das war die Challenge, das war der Gedanke, dass es eine Hauptstadt gibt, in der es keine Autos gibt und auch keine Autos geben kann. Das heißt, man muss hinlaufen. Wenn man hier mal reinguckt, in dieses Haus, dann sieht man sogar noch die alte Gebetstrommel. Om Mani Padme Hum. Hier treffen wir jetzt gleich Leute, die werden wir mal befragen. Hallo. Das waren keine Einheimischen, das waren Ausländer, deshalb lassen wir das. Diese kleinen Gassen hier und wie das zusammengebaut wurde, das ist ein Kulturerbe. Also, das muss man mal der UNESCO vorschlagen. Das ist ein Kulturerbe. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Hier geht's durch die Stupa. Ja, man kann auch sagen, 40 Jahre zu spät. The city that has been in mind for 40 years.
fantastisch. Fantastisch. Ja. Alles, was ich bisher gesehen habe, das hat meine Erinnerung wachgerufen, aufgefrischt. Ich habe das Neue zur Seite geschoben. Das Alte hat mich zurückgeführt in meine Jugend. Aber hier, das ist genauso nicht mehr existent wie meine Erinnerung, weil ich nie hier war. Also das war immer nur ein Traum gewesen, das war immer nur imaginär. Das war ein Reiseziel, das ich nie erlebt habe. Aber das eine fantastische Reise ermöglicht hat. Ja. Ich bin schon sehr nervös. Ich find's irre. Ich find's irre, den Mann nach so langer Zeit wieder zu treffen. Und ich habe es ja gemerkt auf dem Weg hierher, wie die Erinnerung von außen angestoßen wird. Die Erinnerung es wird wieder lebendig. Ich erlebe wieder mein früheres Leben. Macht mich auch ein bisschen jünger. Das ist die Kascha-Kompa. Da habe ich gelegen. Da auf den Stein, auf der Treppe, das war, ich kam nicht mehr hoch. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte null. Ich habe die Augen aufgemacht und da stand er vor mir. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Ich erinnere mich aber ganz, ganz genau. Und das ist wirklich ein Indiz dafür, wie wichtig das war, dass er mir Reis gegeben hat. Ich habe Reis gegessen. Und der war so gehaltvoll und das hat mich so gestärkt, dass da wieder plötzlich Leben war. I came here 40 years ago. 40 years ago. First time. And now I came back to see. I was walking there. Going to Kascha-Kompa. Okay. Bye bye. Ah, the bridge. That was interesting. The bridge problem. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht gleich wiedererkennen. Also da muss ich auf feinste Merkmale achten. Und deshalb habe ich ja auch diesen Dress hier wieder an, weil ich das damals getragen habe. Und in der Hoffnung, dass dann die Wiedererkennung etwas leichter fällt. Aber das ist alles, das wird spannend. Das wird spannend. No, I'm Mimi. No more Binny. So we have to go down here, probably. Ah, that guy is on the phone. Pat, come on, last. Yeah. Near the river? No, Lobjan House. Yeah. Oh, the one? This one? Yeah. No, not this one. That one. Okay, that one. This is very near. So still wie in diesem Moment hatte ich dich auf der gesamten Reise nicht erlebt. Vielleicht sogar noch nie in meinem Leben. No, we are not far from Mutup House. That one. In the middle, you see? Middle of the tree. Mutup House.
Nee. Warum haben wir nicht in die Mühle? Nee, so. Was denn? Was ist jetzt hier? So, Conor. Hola. Als wir vor dem Haus begrüßt wurden, wussten wir alle erst nicht, ob es wirklich Lobsang war. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte ihn mir immer mehr wie ein Mönch vorgestellt. Aber es hat nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ihr euch nicht zum ersten Mal seht. You are alone that time. Yeah, he remembered that. He said that that time you have a problem with your hand. Maybe bites or dogs or something happened, maybe fall down. Oh, yeah. He got a call from... He's Lobsang Motup, I see it. Yeah. He looks the same. I remember. Where are you coming from? He met himself. Yeah. How? He met himself. He's teaching himself and... you can use... yeah, try it. This is not so heavy. Yeah, yeah, it's so much, much nicer. Okay, oh, yes. You're more... More like here. Yeah, how are you going? How are you? Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, das ich hatte, als ich dich und Lobsang so sah. Für mich war er immer eine Märchenfigur. Ich hatte nie gedacht, dass ich ihn einmal kennenlerne, geschweige denn mit dir gemeinsam. Oder dass ich das Kloster besuche, auf dessen Treppe Lobsang dich vor 40 Jahren bewusstlos auffand. Ohne diesen Mann hätte ich nie auf die Welt kommen können. There was his room, and you can see the best view. Yeah. You see, this is the old one, and you see the small windows. You see. I'm absolutely certain I was there, because that was a view. And yeah. It hardly changed. It's still the same. The view is same, yeah. This paddies and yeah. Oh, see, no, palai, me da me tuen. You should be good and you should do good to have a good karma. But there is also something is beside of what we learn and how we should live, and that's a very very. When he said that, when he described the situation, he saw me and why he wanted to help me. I felt very very touched, and I thank him very much. When you talk some chill, like how many, some many go chill or no, that's all it. Yeah. But you just chill only, that's it. You just Ja, ich hatte ein sicheres Leben, ich war Familienvater, ich war beruflich solide und das ist der Neuanfang jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder da, wo ich alleine durch Zanskar gelaufen bin. Das ist der Kreislauf.
Ich war nicht sicher, ob das der richtige Mann ist. Also dann kam die Information, es gab zwei mit dem gleichen Namen in der gleichen Monastery und ich war sehr skeptisch, ja. Das ist Lobsang. Das ist genau, so kommt man ihm näher. Also der macht das alles mit so einer Selbstverständlichkeit. Der macht da keinen großen Zinnober draus. Das ist auch einer, der, so habe ich ihn auch damals erlebt. Der hat gleich meine Wunde versorgt, gleich gesagt, leg dich dahin, hat gleich das Essen gemacht. Wir mussten ja gar nicht viel reden. Das ist so ein Mann, der weiß genau, was er tut. Das ist auch kein Entdeckertyp, der rumreist. Der war damals der Einzige, der im Kloster geblieben ist. Die anderen waren alle weg. Er bleibt da und macht sein Studium und macht alles so, wie es sein muss. Und genau so habe ich ihn jetzt auch erlebt. Das ist genau der Lobsang Motup. Bye-bye. Thank you very much for everything. Bye-bye. Nice to meet you. Thank you. Bye. Ich weiß nicht so genau, was mich anfangs dazu bewegte, mit dir nach Zanskar zu fliegen. Vielleicht wollte ich ein Rätsel aus meiner Kindheit lösen. Vielleicht wollte ich eine kleine Sensation und schöne Filmaufnahmen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dich von einer ganz neuen Seite kennenlerne. Mein nerviger Vater war nun Didi der Abenteurer. Der Didi aus deinen Geschichten. Und dieser Didi inspiriert mich. Ich sehe, wie du aufblühst, wenn du in die Welt hinausgehst. Wie entschlossen du dabei bist. Wie es für dich keine Fremden gibt. Wie du dich mit jedem Menschen um dich herum unterhältst, selbst wenn du seine Sprache nicht sprichst. Wie du mit anpackst und mühelos Teil deiner Umwelt wirst. Wie du einfach Ja sagst, ohne dich je vor dem Abenteuer zu fürchten. Ich glaube, ich bin nicht mehr in dem Alter, um in dir wieder einen Helden zu sehen. Aber ich denke, ich verstehe dich nun besser als Menschen und als meinen Vater. Und ich selbst habe nun mindestens eine Geschichte, mit der ich eines Tages meine Kinder nerven werde. Let's go.